und ganz herzlich willkommen zu diesem Blockflötenvideo, in dem ich mal eingehen möchte auf die Funktion des linken Daumens beim Blockflötenspiel. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu schönem und gutem Blockflötenspiel. Den linken Daumen, der als einziger hier hinten ein Loch schließen und öffnen darf bei der Blockflöte, hat natürlich eine ganz wichtige Funktion für die hohen Töne, also die Töne, bei der ich überblasen muss sozusagen, bei denen das Daumenloch eben halb geöffnet werden muss, um hohe Töne zu erzeugen. Der Daumen ist aber ebenso wichtig, beziehungsweise die richtige Stellung des Daumens beim Spielen, bei tiefen Tönen, bei denen das Loch ganz geschlossen ist, denn wenn ihr da eine falsche Haltung habt, dann klappen auch die tiefen Töne, vor allem die sehr tiefen, bei der Altflöte zum Beispiel F und G, auch weniger gut. In meinem Video mit Tipps zu schnellerem Spiel habe ich euch schon mal gezeigt, dass es eigentlich wichtig ist, dass ihr die Flöte nicht haltet mit der linken Hand, sondern im Idealfall nur mit den Lippen und dem rechten Daumen. Gewicht ist also nur auf diesem rechten Daumen und nicht auf dem linken und auch nicht auf den Fingern der linken Hand, damit ihr frei spielen könnt und die Finger und auch vor allem der Daumen frei beweglich sind. Also versucht mit der linken Hand so eine Öffnung zu haben, so eine runde Form zwischen Zeigefinger und Daumen. So ein bisschen, als ob ihr so ein Tierchen an der Wand macht mit Schattenspiel und versucht das nicht zu quetschen, weil sich sonst eure drei Finger vorne eben auch in eine ungünstige Position verschieben. Hier ist also ganz wichtig, wie der Daumen hinten auf das Loch drauf kommt. Und wie gesagt, wenn ihr tiefe Töne nicht gut rausbekommt, dann versucht mal nicht nur da unten zu gucken, ah, welchen habe ich denn da jetzt nicht richtig drauf und so, sondern guckt mal die gesamte Haltung von der linken Hand auch und eben, ob ihr da Gewicht drauf legt auf den Daumen, was nicht sein sollte. Ja, natürlich hohe Töne, das ist das Thema für den linken Daumen. Es gibt da im Prinzip zwei Techniken, nämlich einmal das Abrollen oder Wegschieben des Daumens, wobei ihr die Form des Daumens eigentlich bewahrt und den Daumen nur nach unten schiebt oder rollt, um das Loch zu öffnen. Und die zweite Technik ist das Knicken des Daumens oder auch Beugen des Daumengelenks, wodurch der Daumen mit einer ganz anderen Stelle auf das Loch trifft und richtig eigentlich mit einem Stück Nagel auch in das Loch reingeht. Es gibt auch Leute, die machen das, ohne dass der Nagel beteiligt ist. Ich mache das nicht. Ich gehe richtig mit dem Nagel da rein. Und natürlich ist das für die Flöte etwas schädlich. Das Daumenloch wird dadurch auf Dauer ausgeschabt. Das könnt ihr an meinen Flöten sehen. Und das haben alle meine Flöten. Das ist im Prinzip nicht schlimm. Wenn das sehr extrem wird, kann man auch sich da einen Ring einsetzen lassen, damit die Ansprache der Blockflöte immer noch gut funktioniert. Beziehungsweise man kann auch direkt, wenn man eine Flöte neu hat, sich einen Ring einsetzen lassen. Ich persönlich spiele nicht gerne mit so einem Ring, weil ich dann nicht das Gefühl habe, auf dem Holz direkt wie ich das Loch öffne. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Ich bin absoluter Fan des Knickens des Daumens, weil man damit viel genauer treffen kann, viel genauer fühlen kann, wie weit genau darf ich das Daumenloch öffnen. Denn da gibt es natürlich große Unterschiede, je nach Tonhöhe. Also ich meine jetzt je nachdem, ob es ein ganz hoher Ton ist oder ein mittelhoher sozusagen, also ob ich jetzt zum Beispiel ein hohes D spielen will oder ein hohes F, der ja nicht so ganz einfach ist. Beim hohen F würde ich das Daumenloch weiter schließen oder weniger öffnen,
als beim D. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie die Stimmung ist, also ob ihr einen Ton ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger klingen haben wollt. Aber wie das genau geht, das führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall bin ich dafür, den Daumen zu knicken, weil man viel genauer ist damit. Um diese Knickbewegung des Daumens mal zu üben, falls ihr die noch nicht praktiziert, falls ihr vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht habt, was macht denn mein Daumen eigentlich genau, wenn ich Halbloch spielen will, könnt ihr eine ganz simple Übung machen, wobei ich euch aber wirklich ans Herz legen möchte, ganz geduldig zu sein und die Schritte zu befolgen, also nicht einen Schritt zu überspringen. Ihr könnt zum Beispiel ein A greifen auf der Altflöte, auf der Sopran wäre das natürlich das E, und dann habt ihr den Daumen wie für ein tiefes E und ihr blast nicht rein. Ihr greift den tiefen Ton, also das tiefe A wäre das jetzt hier bei mir, und blast nicht in die Flöte rein. Ihr macht diese Übung auf dem Trockenen sozusagen. Ihr bewegt euren Daumen weg vom Loch, knickt ihn in der Luft und macht ihn geknickt wieder ans Loch dran und dann hat der Daumen eigentlich genau die richtige Stellung. Dann wieder weg von der Flöte, in der Luft wieder gerade machen den Daumen und wieder ran an die Flöte. Wieder weg und wieder in der Luft knicken. Natürlich denkt ihr jetzt, warum kann ich denn nicht gleich an der Flöte diese Bewegung machen? Ja? Meine Erfahrung ist aber, dass das ein bisschen zu huschig geht dann manchmal, ein bisschen zu schnell und dass dann diese Bewegung von ganz klar gestreckt oder ganz klar geknickt so ein bisschen verwässert, also nicht so ganz exakt wird. Ja, und durch dieses einfache in der Luft, das Üben, das könnt ihr ja ganz oft machen, das könnt ihr sogar, wenn ihr, nee, könnt ihr nicht ohne Flöte, das ist ein bisschen blöd, aber immer mal wieder, wenn ihr zum Beispiel ein Ensemble spielt und ihr seid gerade nicht dran, ihr müsst warten und ihr langweilt euch, ihr dürft aber nicht spielen, dann könnt ihr das üben in der Luft. Natürlich könnt ihr und sollt ihr das dann auch mal mit Spielen machen. Dafür habe ich jetzt ganz bewusst so einen einfach ansprechenden Ton gewählt, wie das A, damit ihr wirklich ganz rein fokussiert seid auf diese exakte Daumenbewegung. Ja, natürlich spielen da noch andere Faktoren eine Rolle, nämlich eure Luftgeschwindigkeit, wie schnell oder langsam ihr blast, die Artikulation und eure Mundstellung und last but not least, der Atem, denn denkt daran, wenn ihr mit dem Daumen rumprobiert, ihr versucht hohe Töne, dass ihr immer, wenn ihr einen hohen Ton spielen möchtet und sowas übt, euch Zeit nehmt zum Einatmen und richtig einatmet. Also das für heute so ganz prinzipiell zum linken Daumen, dass eben kein Gewicht darauf lasten sollte. Und wie ihr meiner Meinung nach am saubersten die hohen Töne mit dem Knicken produzieren könnt. Ich hoffe, ihr hattet was von diesen Tipps, die haben euch geholfen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Natürlich wäre es toll, wenn ihr meinen Kanal abonniert und einen Daumen hoch gebt und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss!